Ja, ich habe jetzt soweit alles probiert von aktuellen Aufwachsbestellungen. Habe jetzt aber kein Live-Probiervideo daraus gemacht, weil ich nicht wieder alles durcheinander auf einmal essen wollte. Das ist nicht so gut. Also, was ich sagen kann, ist zu den Barahie-Datteln zuerst. Die haben mich überrascht. Die fand ich wirklich sehr interessant. Das ist nämlich wirklich so, also es waren frische. Und das ist wirklich so, die haben eine angenehme Süße, schmecken auch wieder wie ja, irgendwelche Bonbons oder so. Aber das ist so, dass wirklich jede einzelne Dattel ganz anders schmeckt. Und also vom Aroma her, die haben auch unterschiedliche Konsistenz. Also manche sind wirklich, haben eine feste Konsistenz und hat nicht. Eine Dattel zum Beispiel an Apfel erinnert, vom Aroma und wegen der Konsistenz. Andere wiederum zerlaufen wie Wasser, wie eine Flüssigkeit im Mund. Das ist eigentlich beides recht angenehm. Und wie gesagt, an Apfel hat mich einer erinnert, an Birne, an Kartoffel, dann an irgendein an Getreideklöße. Eins war auch, eine Pfirsich hatte ich nicht, aber Kiwi. Und noch drei oder vier andere, an die ich mich jetzt nicht erinnern kann. Also es ist wirklich jede einzelne hat anders geschmeckt. Also es gab ungefähr, also ich habe ungefähr, glaube ich, 20 oder sowas gegessen und da gab es, glaube ich, zwei, die sehr ähnlich geschmeckt haben zueinander. Ansonsten alle komplett anders. Das finde ich sehr interessant. Werde ich mir für den Preis aber trotzdem nicht nochmal kaufen, besonders weil die Teile mich süchtig machen. Also Datteln allgemein, Trockenfrüchte auch allgemein. Aber die Datteln waren jetzt frisch, aber die waren auch halt recht süß. Da kann ich wirklich nicht aufhören zu essen. Und da bevorzuge ich wirklich lieber so saftige Früchte, die auch richtig satt machen, anstatt wo so ein hoher Zuckergehalt drin ist. Das zu den Bahi-Datteln. Ja, von den Pojo-Bananen bin ich weiterhin ziemlich begeistert, obwohl ich denke, die Demeter Fairtrade Bananen, die sind auch schon richtig geil eigentlich, weil die so ein Vanillearoma haben und diese Bananen hier sind jetzt total bananig einfach, haben kein besonderes Aroma, ist ja nicht schlimm, aber die sind halt wirklich schön süß und schmecken sehr nahrhaft. Aber ich glaube, die Demeter Fairtrade Bananen, die werde ich weiterhin auch holen, besonders gefroren und als Eis schmecken wie ein Traum. Dann, was nehme ich als nächstes? Hatte ich jetzt eigentlich noch bestellt? Habe ich schon irgendwas komplett aufgegessen? Ja, die Birne. Birne Conference war das. Die haben mich extrem begeistert. Also am meisten begeistert von allen Früchten da. Also die haben mir wirklich sehr gut geschmeckt. Die würde ich sogar allen unreif gepflückten Bananen außer den Demeter-Bananen bevorzugen. Also stattdessen diese Birnen essen. Obwohl Birnen und Äpfel für viele halt ziemlich langweilig klingt. Die waren wirklich sehr, sehr süß und sehr aromatisch, schön soft, aber halt nicht zu soft und kein bisschen mehlig. Trotzdem halt noch eine gute Bisshärte, Bissfestigkeit. Trotzdem soft und das war eigentlich perfekt, die perfekte Birne. Ich habe hier aber auch eine Streuobstwiesen in der Nähe gefunden, zumindest über mundraub.org, aber ich war noch nicht da. Da werde ich dann mit Kamera dann mal hinstiefeln und dann könnt ihr dann live die Ausbeute da sehen und werde ich dann auch direkt mal in einen reinbeißen und vergleichen. Also die Birne für 4 Euro pro Kilo, was natürlich teuer ist, die hat mich aber wirklich extrem begeistert. Aber es ist halt trotzdem so das günstigste, was man überhaupt bei Orkos finden kann, mit den Bananen so zusammen. Dann das Johannesbrot hat mich auch recht begeistert, also nicht vom Geschmack her. Also es schmeckt schon ziemlich schokoladig und so weiter. Und würde ich auch Schokolade bevorzugen, nur man sollte halt davon nicht mehr als ein, zwei Schoten essen, weil es halt wirklich abführend, und das habe ich auch gemerkt, nach einer halben bis dreiviertel Stunde musste ich aufs Klo, da war ein ordentlicher Druck drauf. Und weil mich es interessiert hat, habe ich dann später irgendwann nochmal ein bisschen Cassia eingenommen von den Cassia-Stangen
und nochmal so eine Schote und dann hatte ich auch wirklich Durchfall davon. Also das funktioniert wirklich mit dem mit der abführenden Wirkung. Das kann fürs Fasten auch gut sein, wenn man sich da mal zwischendurch oder halt am Anfang von dem Fasten entleeren will. Das heißt, die Cassia-Stangen, die man einfach an der Stelle durchbricht, und dann da sind so kleine Plättchen drin, die rausholt und darauf rumlutscht, das wird auch abführend. Das Johannesbrot aber auch. Was hatten wir sonst noch, außer den Papayas und Mangos? Avocados habe ich probiert. Die fand ich nicht so gut, die Wild-Avocados. Ja, die haben erstmal auch ziemlich, wie soll ich das beschreiben, wild gerochen. Also da kann man jetzt nichts drunter verstehen und nichts mit anfangen wahrscheinlich, wenn man das sagt. Die konnte man nicht gut löffeln, also dafür sind die wahrscheinlich auch nicht gedacht von der Natur. Wahrscheinlich sind Avocados sowieso eher dafür gedacht, nicht gegessen zu werden, sondern um den großen Kern, der hier auch, ja, der war hier eigentlich mittelgroß bei den Dingern, um den Kern zu ernähren. Und hat ja halt auch nur einen Kern. Die sind, glaube ich, nicht so für den Verzehr eigentlich gedacht gewesen. Das heißt, wenn man sich Avocados kauft, was Sinn machen kann, also nur weil das halt nicht von der Natur vorgesehen ist zu essen, heißt halt nicht, dass man das dass man das nicht machen soll. Finde ich besonders, ja, vielleicht als Endziel irgendwann, aber es gibt da halt sehr, 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 sehr viele Zwischenschritte. Wie zum Beispiel der Vegetarismus für mich auch eines der ersten Zwischenschritte ist zu einer natürlicheren Ernährungsweise. Also wenn man sich einen Avocados holt, dann würde ich mir dann wirklich keine Wild-Avocados holen. Der Geschmack war halt auch, ja, nichts Besonderes, ziemlich langweilig, sage ich mal so. Kann ich für den Preis nicht empfehlen. Da empfehle ich dann wirklich die Avocado Reed, die ich letztes Mal noch hatte, die wirklich käsig schmeckt, richtig volles Aroma und vollen Geschmack hat. Die Avocado Lula war sehr wässrig. Und diese hier war circa mittel, so vom Wasser-Fett-Verhältnis. Die Avocado Lula, Quatsch, die Avocado Reed, die kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Also wirklich, wenn ich das Geld hätte, würde ich die jeden Tag essen. Naja, das wahrscheinlich auch nicht, wegen dem Sport, aber naja, würde ich gerne, sag ich mal so. Die Wildmangos habe ich gerade probiert, die schmecken ziemlich gut, waren sehr, sehr faserig, waren jetzt aber im Geschmack nichts Besonderes, sage ich mal so. Ich werde auf jeden Fall noch, um einen Vergleich zu haben, mal eine andere Sorte probieren. Ich habe mal in der Mango Wiki nachgeguckt, die ganzen Sorten, die es bei Orkos gibt halt, was da so zu steht, auch so vom Geschmack her. Und da habe ich die, ich glaube, Mango Hayden, also Hayden, mir rausgesucht fürs nächste Mal. Oder eine, die mit A beginnt, irgendwie Alfoso oder Alfonso vielleicht sogar. Ich glaube, es war die Hayden. Die werde ich fürs nächste Mal ausprobieren und vergleichen. Also diese Wildmangos, die haben jetzt eigentlich genauso geschmeckt wie normale Mangos, nur weniger intensiv. Habe ich jetzt so gar keinen Unterschied feststellen können in Bezug auf den Körper, wie das sich so auswirkt. Sonst habe ich da eine ziemlich starke Verbindung immer zum Körper, dass ich halt merke, wie gut etwas tut, wie gut und effizient und schnell etwas verdaut wird und so weiter. Mag sich vielleicht komisch anhören, aber ja, das ist bei mir einfach so ein bisschen. Ich gucke da immer hin zu meinem Fruit Stash. Ich habe so einen kleinen Wagen, so einen Stash, wo ich alles immer drin habe. Da konnte ich jetzt nichts Besonderes feststellen, deswegen werde ich jetzt bei normalen Mangos bleiben. Der Kern, der war wirklich auch sehr groß. Also da bleibt wirklich nicht so viel übrig, deswegen lohnt sich das vom Preis her nicht, wenn man halt wirklich mit dem Geld schauen muss. Oder ja. Aber wenn ich irgendwas anbauen werden würde, also da muss ich jetzt dann noch Erfahrungen sammeln. Also ich habe momentan halt noch sozusagen diese Idealvorstellung, wirklich zumindest ursprüngliches Obst und nicht stark gekreuztes, gezüchtetes Obst anzubauen.
Und wenn wir bei dem Punkt sind, kommen wir zu der Papaya, die hat mich extrem enttäuscht. Die Papaya Red Lady, die wirkt auf mich sehr überzüchtet. Weil da auch, ja, es sagt ja auch schon, allein, dass sie einen Beinamen hat, ist ja dann keine natürliche Frucht mehr. Und die hatte nur so ganz, ganz wenige Kerne. Also ein paar Kerne, ich zeig das mal kurz. Ausgelutscht ist Oh, die riecht auch überhaupt nicht gut, finde ich. Ich dachte erst, die wäre schlecht und ich müsste die irgendwie reklamieren. Ja. Naja, auf jeden Fall waren da nur. Ich habe jetzt die Kerne von zwei Papayas. Also das ist wirklich die Größe einer halben Papaya, von diesen großen Papayas. Und das sind die gesamten Kerne von beiden Hälften insgesamt. Und das ist nicht natürlich. Also von der Papaya, die ich davor gegessen habe, die meine erste Papaya darstellt, das war jetzt die zweite insgesamt in meinem Leben. Die erste habe ich vom Real und die ist deutlich, 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 deutlich günstiger erstmal und die hatte in der Mitte des Raums, so wie bei einer Pil de Sapo-Melone oder Honigmelone zum Beispiel, komplett so faseriges Fleisch, was man nicht so essen kann und alles voller Kerne. Die hat halt wirklich nur so ein paar da drin liegen einfach und die ganze Mitte ist rausgezüchtet worden. Also in der Mitte war gar nichts drin. Das heißt, es wurde schon rausgezüchtet. Und die hat mir auch wirklich nicht geschmeckt. Ich mochte das Aroma nicht so. Was mir gut gefallen hat oder was mir allgemein bei Papayas gefällt, ist, dass die alle schön soft und mild schmecken. Und trotzdem starkes, ja kein starkes Aroma, halt ein mildes Aroma haben, aber ein präsentes und sehr eigenes Aroma und so mild sind einfach und soft, das mag ich sehr bei Papaya. Aber die Nicht-Bio-Papaya aus dem Real schmeckt mir deutlich besser, auch deswegen, weil das Aroma wirklich sehr vanillig war und so ein bisschen nach Eiskaffee geschmeckt hat. Also es hat wirklich so nach einem Pudding geschmeckt. So richtig geil nach so einem Vanille-Eiskaffee-Pudding. Und also war auch richtig soft dann. Es hat mich auch an ein bisschen an eine Avocado erinnert, an eine milde Avocado, nur dass da halt kein Fett drin war und ein Eigenaroma hatte. Und die hier, die war schon ein bisschen fester, hatte nicht diese Aromen, hatte ein anderes Aroma und das Aroma mochte ich gar nicht und ist, wie gesagt, meiner Meinung nach viel zu überzüchtet. Die Mitte wurde daraus gezüchtet und also wahrscheinlich, ich habe nicht so viel Ahnung davon und es waren halt nur so ein paar kleine Kerne, die ich mir aufhebe, weil da Senföl enthalten sind und deswegen darmregulierend sind. Kann ich persönlich auf keinen Fall empfehlen, sag ich mal so. Und werde da auch nicht mehr weiter rum experimentieren, weil es wirklich teuer ist, die beiden Papayas zusammen. Also 3 Kilo haben jetzt halt 27 Euro gekostet. Da werde ich demnächst mal in den Real stiefeln, weil diese Papaya und diese kleinen Papayas allgemein, das heißt eine große, die schmeckt mir so gut, dass das eigentlich so meine Lieblingsfrucht geworden ist. Obwohl ich es halt erst einmal probiert hatte. Und ich wusste das aber schon, bevor ich überhaupt Papaya gegessen habe, dass das eine meiner Lieblingsfrucht sein würde. Aus Intuition heraus. Nur diese große Red Lady jetzt nicht. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt noch über andere Sorten informieren und auch Bilder dazu angucken, wie das so aussieht, wenn mich das interessiert. Aber ich werde. Ich glaube, im Real kostet so eine Papaya 3 Euro pro Kilo oder 4 Euro pro Kilo. 4 Euro, glaube ich, pro Kilo. Oder 3,50 Euro oder 3 Euro. Auf jeden Fall nicht 9 Euro pro Kilo und schmeckt mir da deutlich besser. Da werde ich mal gucken, ob ich die vertrage, weil die nicht bio ist. Ja. Sonst noch was? Kassia, Johannesbrot, Birne, Banane, Mango, Avocado. Papaya. Ich habe jetzt die Liste gerade nicht hier. Was muss das eigentlich gewesen sein, oder? Dann noch kurz zur ersten Bestellung, damit das alles in einem Video ist. Da hatte ich ja schon erzählt, Avocado, Lula und Reed. Reed kann ich sehr empfehlen. Lula finde ich eher zu wässrig und langweilig. Die Gurke dort konnte ich nicht empfehlen. Die Kirschtomaten konnte ich nicht empfehlen. Haben nicht so ein, waren kein bisschen süß, hatten auch fast kein Aroma. Die Plattpfirsiche kann ich nicht empfehlen. Die Orange Valencia Late kann ich extrem empfehlen. Die war auch sehr saftig und hat mir bisher am besten von allen Orangen überhaupt geschmeckt, hat wirklich perfekt geschmeckt.
Medjool-Datteln kann ich da nicht empfehlen. Die waren bei mir ziemlich hart und auch langweilig. Und für 19 Euro pro Kilo fand ich das jetzt nicht so toll. Bei Israel-Spezialität kriegt man die für 12 Euro pro Kilo. Bei Quinter Shopping manchmal im Angebot, also ich hatte bisher nur bei Quinter Shopping welche bestellt und die waren richtig perfekt. Bei Israel-Spezialitäten habe ich noch nicht bestellt. Deglet nur Datteln kann ich da auch überhaupt nicht empfehlen. Die sind einfach wie Steine, also hart wie Stein. Da habe ich auch von Quinter Shopping an der Rispe bestellt. Ich würde die immer an der Rispe bestellen, dann sind die schön soft. Aber ich werde mir dann noch diese Sukari oder wie die heißen, Sukari-Datteln bestellen, softe. Und wahrscheinlich, wenn überhaupt, nochmal diese Bari-Datteln aber dann getrocknet, weil ich hatte eine getrocknete an der Rispe und die hat wirklich extrem gut geschmeckt, weil dieses Aroma, die starke Aroma, was die sowieso schon haben, dann nochmal komprimiert wurde und das waren wirklich die beste, das war die beste getrocknete Dattel, die ich je gegessen habe, also besser als Medjool. Und die kann man dann nämlich auch getrocknet bestellen. Aber Medjool ist ansonsten einfach so geil, dass das eigentlich immer ausreicht. Und die kriegt man bei Israel-Spezialitäten für 12 Euro pro Kilo. Und wenn man mehr bestellt, so 5 Kilo Pack, kriegt man die sogar für 9 Euro pro Kilo. Aber Datteln werde ich mir nächstes Jahr gar nicht mehr bestellen, weil die machen mich wirklich süchtig. Und selbst wenn man die ja nur für kleine Rezepte oder sowas verwendet, würde ich mich da nicht zurückhalten können, die einfach essen. Und ich will das halt möglichst simpel gestalten, als dass ich einfach meine saftigen Früchte habe und halt was Gemüse und da dann halt esse, die ich keinen Bock mehr habe und dann nicht so viel spezielle Sachen, auch so Nüsse, Samen und sowas da haben, weil das verleitet dann auch alles. Ich will das möglichst simpel alles gestalten. Ja, das war das Fazit zu den beiden Orkus-Bestellungen quasi. Also ich kann vieles wirklich nicht empfehlen. Ob es das wert war auszuprobieren, ich denke schon. Mich auf jeden Fall an Erfahrung bereichert. Und war auch teilweise interessant, zum Beispiel mit den Datteln. Aber wenn, werde ich da. Ich hatte überlegt, dann die Bananen und die, wie heißt das, Birnen, weil die halt wirklich reif gepflückt werden. Aber ich muss sagen, nur deswegen dazu bestellen. Ja, und wegen der geschmackvollen Avocado, das lohnt sich überhaupt nicht. Ist, glaube ich, so mein Fazit. Und die Mangos von meinem Naturkosthof, vom regionalen Naturkosthof, natürlich sind die Mangos ja nicht regional, aber die der vertreibt, die Mangos, die sind noch leckerer als diese Wildmangos jetzt zum Beispiel. Und ich glaube auch nicht, dass man das viel weiter toppen kann, aber ich glaube, eine Bestellung werde ich irgendwann noch machen bei Orkos. Die Demeter-Fairbananen schmecken mir so schon sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und die riechen auch nicht nach Gülle wie die Kanita-Bananen für mich zum Beispiel. Die Birnen, die kriege ich hier regional an Bäumen reif geerntet auch. Und Avocado lohnt sich eigentlich nicht nur für diesen Geschmack. Papaya lohnt sich für mich nicht. Und der Rest ist höchstens mal zum Ausprobieren auch gedacht, sowas wie Durian oder Jackfrucht für 10 Euro pro Kilo. Ist das auch nichts Dauerhaftes? Also ist mein Fazit eigentlich, dass Tropenversandhäuser mit reif geernteten Früchten sich für mich nicht lohnen. Und ich das auf Dauer auch nicht mehr bestellen werde, auch schon, weil so viel hergeschifft wird oder hergeflogen wird. Und die ganze Verpackung auch. Da gucke ich lieber, dass ich bei regionalen Früchten bleibe, die auch halt sehr lecker sind, wenn man die halt wirklich wild kriegt oder halt reif geerntet kriegt. Ja. Ich werde wahrscheinlich halt wirklich nochmal, also Datteln und sowas. Ja, ich werde auf jeden Fall noch eine Bestellung machen, wo ich ein paar Sachen noch ausprobiere, so die letzten Sachen, zum Beispiel diese Sukaro-Datteln und eine andere Sorte von Mangos. Aber mehr dann auch eigentlich nicht. Alles klar. Ihr könnt ja mir auch nochmal von euren Erfahrungen bei Tropenfruchthändlern mit reif geernteten Früchten erzählen, was ihr da so denkt und was ihr davon lecker findet. Oder auch vielleicht regelmäßig bestellt. Habe ich auch schon einige Tipps gekriegt. Und ja, bis dahin. Ciao.